Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Wir stehen mal wieder in Grömitz im Garten. Ich habe hier schon vorne wieder alles aufgebaut. Ich bin richtig glücklich darüber. 1200 Klicks auf meinen tollen Apfelkuchen aus der Pfanne. Ich habe meine Pfanne hier wieder am Start. Wir machen heute einen Pflaumenkuchen zusammen. Gleiches Rezept, nur mit Pflaume. Ich nehme ein paar Sachen, die wir vielleicht noch ein bisschen geändert haben. Und ich würde sagen, wir machen mal eben schnell den Jingle und dann geht es los. Bis gleich. So, ich schneide die jetzt mal auf. Ihr könnt hier sehen, wunderbar. Die sind noch ein bisschen fest, von daher muss man so ein bisschen rumtricksen hier gerade. Ich habe hier schon so ein paar liegen. Also ich habe meine Pflaumen jetzt hier so ein bisschen runtergeschnitten, habe da so schöne Teile draus gemacht. Die werde ich jetzt gleich in meine Pfanne tun. In meiner Pfanne habe ich hier schon ein bisschen Butter. Die werde ich jetzt in meiner Pfanne auflösen. Heute mache ich das mal andersrum. Heute räume ich mal nicht die Kamera zum Objekt, sondern das Objekt zur Kamera. Meine Butter ist hier schon ziemlich heiß. Ich mache das mal ein bisschen kälter und tue da jetzt meine Pflaumen oben drauf. Die will ich jetzt noch ein bisschen andünsten, so wie ich das letztes Mal auch mit den Äpfeln gemacht habe. So. Klasse. Und jetzt tue ich da wieder ein bisschen Puderzucker drauf, der natürlich auch wieder wie letztes Mal völlig klumpig ist. Das stört mich aber auch nicht. Diese Pflaume, die ich jetzt hier habe, die ist natürlich auch ziemlich säuerlich. Da tun wir schön was an Zucker drauf. Du kannst natürlich auch jederzeit irgendeinen anderen Zuckerersatz benutzen, wenn du hast. Gleich für den Teig natürlich auch. Ich finde ja, dass Zimt ein tolles Gewürz ist und deshalb tue ich da jetzt ein bisschen Zimt mit dran. Das macht das Ganze jetzt zwar ein bisschen weihnachtlich, aber im Juli ein bisschen Weihnachten ist, glaube ich, auch ganz geil. So. Genau. Meine Mutter sagt gerade, an Milchreis tut man ja auch Zimt und Zucker und das isst man ja auch jetzt auch um diese Jahreszeit. Ganz besonders geil, wenn es so warm ist. Da ist schön Zimt und Zucker drüber oder so frische, frisches Obst oder so. Ich glaube, das machen wir demnächst auch mal. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen runter reduzieren, damit ich hier jetzt nicht gleich so mega viel Flüssigkeit habe. Aber sonst finde ich, sieht das schon ganz geil aus. Oh, das riecht hier so nach Zimt. Ich spiele gleich Weihnachtslieder. Meine Pflaume ist hier am Werden. Ich habe hier schon mal reingetan, wieder Mehl, Zucker und Öl. Dazu kommt jetzt wieder Bonbon-Vanille, Zucker. Ganze Packung. So, Teelöffel ist auch am Start. Ich tue da 2 Teelöffel von einfach so hinein. 2 Eier sind auch am Start. Die tun wir hier auch wieder rein, so wie beim letzten Mal auch. Uno. Due. Ah, ein bisschen Kalk ist auch mit am Start. Das finde ich gut. Das Ganze rühre ich jetzt schon mal so ein bisschen um. Aber wie ihr seht, da geht gar nichts zu rühren. Da mussten wir erstmal ein bisschen Flüssigkeit haben. Deshalb tue ich da jetzt schon mal ein bisschen was an meiner Milch rein. Die junge Möwe, die hier steht, die möchte auch gerne was abhaben. Das wird aber nichts. Mit der komme ich nicht überein. So, jetzt können wir das hier so ein bisschen aufschlagen, damit da draußen schöner Teig wird. In der Zwischenzeit, während ich hier am Aufschlagen bin, freue ich mich natürlich wieder über Kommentare, über Likes. Likes ganz besonders. Und wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid bei mir, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Je mehr Leute mich abonnieren, umso mehr kann ich natürlich auch tun. Umso mehr Leute werden natürlich auch benachrichtigt. Wenn ihr die Glocke anmacht, ist natürlich auch geil. Dann kriegt ihr das wirklich auch mit, wenn es mal wieder heißt, Frank kocht, backt oder grillt etwas. So, jetzt sieht doch schon mein Teig ganz geil aus. Schöne Konsistenz. Alles ist drin. Ich habe natürlich wieder eine Einkaufsliste gemacht.
werde euch das Rezept auch wieder runterschreiben. Haben wir doch tatsächlich einen Zaungast heute. Eine Jungmöwe, die da oben sitzt und uns zuguckt, während wir am Arbeiten sind. So, jetzt haben wir hier schon mal unsere Pflaumen schön kandiert. Es ist verhältnismäßig viel Flüssigkeit drauf, aber ich glaube, die wird gleich noch weggehen. Mein Teig ist hier, der ist schon ein bisschen fest. Also als Pfannkuchenteig würde ich ihn nicht benutzen. Den füllen wir jetzt hier einfach mal oben drauf. Das sieht geil aus. Von der Füllmenge her ist es das gleiche wie letzte Woche auch. So. Sehr geil. Mein Herd ist momentan noch aus. Das macht nichts. Ich mache den jetzt mal an. Power und stelle ihn auf die kleinste Stufe, die ich habe. Damit der Kuchen nicht wieder so dunkel wird wie letztes Mal. Dann kommt wieder der Deckel drauf. T-minus 20 Minuten und dann geht das weiter. Eigentlich ja ganz nice, ne? Wenn da so eine Möwe sitzt und einem zuguckt, wenn man am Filmen ist. Da drüben sitzt die Mutter und passt schön auf, dass da kein Scheiß passiert. So, 20 Minuten sind um. Mein Kuchen ist mega aufgegangen. Ich musste mittlerweile den Deckel abnehmen. Ist noch ziemlich flüssig oben drauf. Ich gebe dem jetzt noch mal 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, abenteuerlich sieht's aus, aber ich finde den absolut klasse. Ich werde den jetzt stürzen und dann zeige ich ihn euch. Ich weiß zwar nicht, wie ich das letzte Woche hingekriegt habe, aber ich mache das jetzt einfach mal. Den da drauf. Ah, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann drehen wir den um. Und dann geht er mir hier kaputt. Ich muss den einmal retten. Ihr werdet es gleich sehen. Da ist er, der wunderschöne Kuchen. Sieht er nicht geil aus? Ich finde, der sieht richtig toll aus. Ich werde den gleich anschneiden, aber vorher zeige ich euch noch mal ganz schnell meine schöne Eiszeit-Mokka-Kaffeekanne, die da schon wieder am Machen ist. Die wird gleich wieder dampfen, dann ist der Kaffee fertig. Könnt ihr das sehen? Ja, ihr könnt das sehen. Sieht der nicht toll aus? Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter rüber zur Seite, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. So, fluffig ist er wieder geworden, sieht auch richtig gut aus. Wir werden ihn jetzt gleich aufessen. Ich finde den richtig geil. So, das war's schon wieder. Schnelles, kurzes Video. Einfach ein super geiler Kuchen, der immer wieder Spaß bringt. Jetzt haben wir eine Apfelversion gemacht. Die habt ihr sicherlich schon gesehen. Wir haben jetzt eine Pflaumenversion gemacht. Ich werde mir noch andere einfallen lassen. Werde sie euch auch noch zeigen. Unser Kaffee ist jetzt auch wieder am Start. Nächstes Mal zeige ich euch noch meine andere Kanne. Ich habe noch eine andere Kanne, die ich auch gerne benutze. Abonniert uns doch gerne, wenn euch unser Channel gefällt, würde uns echt weiterbringen, zumal wir jetzt ja auch gerade so diese Talkurve hatten und es immer weniger Abonnenten geworden sind. Glücklicherweise haben wir ja dieses Mal oder beim aktuellen Video halt mal richtig viele, viele Zuschauer gehabt, das ist echt gut. Wenn die jetzt alle mich abonnieren würden, wäre das noch viel geiler. Und ich mache unten wieder eine Einkaufsliste rein, ich mache unten natürlich auch wieder das komplette Rezept rein, wie ich es gemacht habe. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Frank von foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.